Lesung. Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute der Kinderbuchautor Karim Piritz. Hallo Karim, stell dich doch einfach mal vor. Ja, hallo. Ich bin Karim Piritz, 50 Jahre alt, wohne in Berlin mit meiner Frau und meinem Sohn. Du schreibst Kinderbücher schon eine ganze Weile, vermute ich? Ja, im Endeffekt seit 2011. Damals hat mich mein Sohn inspiriert. Da war er 4 Jahre alt. Und da habe ich angefangen, mir Geschichten auszudenken bei ihm, so zum Einschlafen. Allerdings waren die dann nicht zum Einschlafen geeignet, die waren dann eher zu spannend. Und ja, und da habe ich mir dann halt so Abenteuergeschichten für ihn ausgedacht. Und ja, da ist dann Leuchtturm der Abenteuer entstanden. Toll. Welches Buch hast du uns denn heute mitgebracht? Ja, Leuchtturm der Abenteuer ist eine Trilogie. Das sind 3 Teile und ich habe heute mitgebracht den ersten Teil, also Leuchtturm der Abenteuer Trilogie Teil 1, Freunde in Gefahr. Das ist der Anfang des Abenteuers. Magst du gleich anfangen? Jo. Leuchtturm der Abenteuer, Freunde in Gefahr. In einem Wald am Stadtrand steht ein Baum, der niemals seine Blätter verliert. Er hat selbst im eisigsten Winter noch grüne Triebe. Die Anwohner nennen ihn magische Eiche. Und die Stadt verdankt ihr den Namen Immergrün. Es soll hier Feen, Waldgeister und andere Zauberwesen geben. Und nach einem Ausflug berichten viele Kinder von Begegnungen mit Märchengeschöpfen. In der Nähe wohnt der 10-jährige Michael. Michael findet solche Geschichten spannend, weiß aber nicht, ob man sie glauben kann. Wenn es Märchenwesen geben sollte, sind sie bestimmt schüchtern, und man sieht sie nur sehr selten. Michael ist oft zum Spielen im Wald, aber bislang hat er keine Zauberwesen gesehen. Heute erkundet Michael einen Teil des Waldes, den er noch nicht kennt. Er ist alleine und je tiefer er vordringt, desto stiller und dunkler wird es. Als er ein lautes Knacksen hört, bekommt er eine Gänsehaut. Er wendet sich zum Gehen, da bemerkt er bei einer uralten, knorrigen Eiche ein blaues Leuchten, das aus einem großen Astloch kommt. Er schaut hinein und ist erstaunt, dass er durch den Baum hindurchsehen kann. Er sieht einen strahlend blauen Himmel und weiße Wolken. In der Ferne erkennt er einen Leuchtturm, der in den Farben des Regenbogens bemalt ist. Michael steht staunend und mit offenem Mund da, als sein Blick plötzlich verdeckt wird. Eine Hand taucht aus dem Astloch auf, dann eine weitere und zum Schluss ein Kopf. Der Kopf hat spitze Ohren, eine spitze Nase, runde Kulleraugen und schwarze Haare. Die Kulleraugen sehen Michael an und auf einmal sagt das winzige Geschöpf: "Kannst du mir bitte mal helfen?" Michael ist zu neugierig, um davonzulaufen. So hilft er dem seltsamen Wesen durch das Astloch, wobei es auf wundersame Weise wächst. Zum Schluss steht ein Junge neben dem Baum. Er ist einen Kopf kleiner als Michael, trägt ein braunes T-Shirt, eine kurze karierte Hose, Sandalen und einen Rucksack. Er nimmt den Rucksack runter. Jetzt bemerkt Michael auch seine Flügel. Staunend schweigt er. "Ich bin Purzel, ein Elfenjunge von Himmelblau", sagt er. "Ich suche den Sohn von Karl Engel." "Mein Vater heißt so", sagt Michael. "Das bin ich." "Wie heißt du?" "Michael." "Schön, dass ich dich jetzt erwischt habe", freut sich Purzel. "Ich dachte schon, ich muss lange nach dir suchen. Ich hab was für dich." Purzel wühlt in seinem Rucksack, nimmt einige Sachen heraus und wühlt weiter. Da ist sie ja. Er reicht Michael eine Taschenlampe. Dann räumt er sein Zeug ein, legt seine Flügel an und setzt den Rucksack auf. "Schöne Grüße von meinem Vater an deinen", sagt er. Michael nimmt die Taschenlampe und schaut sich staunend an. Sie hat einen regenbogenfarbenen Griff. Purzel klettert wieder ins Astloch, wobei er immer kleiner wird. "Bis bald", piepst er noch mit hoher Stimme und verschwindet. Da bemerkt Michael ein Buch am Boden. "Warte", ruft er dem Elfenjungen hinterher. Doch Purzel ist schon weg.
Am späten Abend sitzt Michael im Schlafanzug auf dem Bett in seinem Zimmer und betrachtet neugierig das Bilderbuch. Michael schlägt das Buch auf und sofort redet es los. Hallo, ich bin Billy, das Bilderbuch. Erschrocken fällt es Michael aus den Händen. Aua, jammert das Bilderbuch. Sei bitte vorsichtiger. Michael nimmt das Buch und öffnet es erneut. Auf der ersten Seite ist ein Bild von einem Planeten. Das Meer ist blau, das Land gelb, orange und grün und ein Vulkan spuckt rote Lava aus. Das ist ein sehr bunter Planet, findet Michael. Das ist himmelblau, erklärt Billy. Dort gibt es Elfen, Zwerge, Piraten, Riesen und viele weitere magische Wesen. Auf der einen Seite des Planeten scheint immer die Sonne. Auf der anderen nie. Cool, sagt Michael und blättert um. Das nächste Bild zeigt einen Leuchtturm, der in den Farben des Regenbogens bemalt ist. Den kenne ich, ruft Michael. Der war im Astloch. Das ist der Leuchtturm der Abenteuer auf Himmelblau, antwortet Billy. Dort lebt Purzel mit seinen Eltern. Michael blättert staunend weiter und erkennt eine Taschenlampe, die wie seine aussieht. Das ist eine magische Taschenlampe, erklärt das Buch. Schaut man in ihr Licht, reist man nach Himmelblau. Wirklich? Ja, in der Lampe ist ein Kristall aus reiner Magie. Unglaublich. Du kannst die Lampe gerne ausprobieren, sagt Billy. Es ist ungefährlich und du kannst jederzeit wieder nach Hause. Okay, sagt Michael. Er schaut die Lampe noch eine Weile nachdenklich an. Dann drückt er mit klopfendem Herzen auf den Schalter und schaut in das Licht. Plötzlich ist er umgeben davon und hat das Gefühl zu fliegen. Unter sich erkennt er die Erde, die kleiner wird. Über sich sieht er einen blauen Stern, der langsam näher kommt. An ihm rasen gelbe Flecken vorbei. Er folgt ihnen mit dem Kopf und beobachtet erstaunt, dass sie unter ihm rot werden. Er spürt, dass er immer schneller wird. Sein Körper wird in die Länge gezogen und er kann seine Beine nicht mehr sehen. Ihm wird schwindlig, als sich alles um ihn herum dreht. Aber dann steht er auf einmal auf festem Boden. Mit seinen nackten Füßen fühlt er feuchten Rasen. Als er versucht, sich zu bewegen, wird ihm erneut schwindlig und er fällt hin. Als er sich erholt hat, steht er schwankend wieder auf. Er bemerkt in einiger Entfernung einen bunten Leuchtturm und erkennt ihn als den, den er durch das Astloch der Eiche gesehen hat. Dahinter sieht er das Meer und hört die Brandung. Am Horizont entdeckt er ein paar Segelschiffe. Michael ist nur mit seinem Schlafanzug bekleidet, aber es ist ein wunderschöner Tag. Es ist warm und am blauen Himmel ziehen weiße Schäfchenwolken vorüber. Er nähert sich neugierig und mit wachsender Begeisterung dem Leuchtturm. Dabei geht er über eine Wiese und passiert eine große Eiche. Als er den Eingang des Turms erreicht, stürmt ein Elfenjunge heraus. Hallo Michael, schön, dass du da bist. Hallo Purzel, ich habe dein Bilderbuch und das hat mir erklärt, wie ich herkomme. Da bin ich aber froh, dass du Billy gefunden hast. Ich verliere oft mal was, sagt der Elfenjunge erleichtert. Ich leihe ihn dir auch gerne noch etwas aus. Und jetzt komm mit, dann zeige ich dir den Leuchtturm der Abenteuer. Michael folgt dem kleinen Elf in den Turm. Sie steigen eine Wendeltreppe hoch und gehen an einigen Türen vorbei. Als sie die oberste Etage erreichen, bleibt Purzel vor einer verschlossenen Tür stehen. Eigentlich darf hier niemand rein, flüstert er verschwörerisch. Aber meine Eltern sind nicht da. Sie gehen durch die Tür und sofort bemerkt Michael die blendend helle Lampe des Leuchtturms. Unter ihr ist ein Spiegel, der ihr grelles Licht nach oben zu einer Glaskuppel reflektiert. Die Lampe sieht aus wie ein riesiger Kristall, der ständig seine Form verändert. Neue Spitzen wachsen, andere verschwinden. Was ist das? Michael reibt sich die Augen. Reine Magie, antwortet Purzel. Wir nennen es magischer Kristall. In jeder Taschenlampe ist ein Bruchstück. Er ist vor langer Zeit als Meteorit auf Himmelblau gestürzt. Mein Vater kann dir bestimmt besser erklären, wo er hergekommen ist und wie er funktioniert.
Ein Meteorit? Staunt Michael. Mein Vater kennt sich mit sowas auch aus. Er schaut sich ganz oft die Sterne mit einem Fernrohr an. Michael betrachtet wieder interessiert den Kristall. Warum zeigt die Lampe nach oben? Sie leuchtet ins Weltall. So findet deine Taschenlampe den richtigen Weg nach Himmelblau. Soll ich dir mal was Verrücktes zeigen? Klar, antwortet Michael neugierig. Purzel geht zu einem kleinen Tisch, auf dem eine Schale mit Obst steht. Er nimmt zwei Äpfel und kommt zurück. Pass mal auf, sagt er und wirft einen Apfel neben den Kristall in die Luft. Michael will ihn gerade auffangen, da wechselt er plötzlich die Richtung und umkreist die Lampe. Das ist ja Wahnsinn, ruft Michael verblüfft. Purzel hat unterdessen einen weiteren Apfel geworfen, der auch in eine Umlaufbahn eingetreten ist. Der innere bewegt sich schneller als der äußere. Das ist ja wie bei den Planeten, stellt Michael fest. Das ist gar nichts, freut sich Purzel und sammelt die Äpfel ein. Dann nimmt er einen und schmeißt ihn direkt in den Kristall. Ohne Verzögerung fliegt er hindurch und taucht auf der anderen Seite wieder auf, als Tomate. Michael fängt sie auf und starrt darauf. Das war doch eben noch ein Apfel. Bitte wirf sie zurück, sagt Purzel. Vorsichtig wirft Michael die Tomate in den Kristall. Auf der anderen Seite fängt Purzel etwas auf. Es ist eine Kokosnuss. Ich werde verrückt, ruft Michael. Das kann doch nicht wahr sein. Doch, grinst Purzel. Manchmal kommen sogar einfach so Sachen rausgeflogen. Staunend und kopfschüttelnd geht Michael um den Kristall herum. Dann fallen ihm die Bilder unter der Lampe auf. Sie zeigen Planeten und unter jedem hängt eine Taschenlampe mit einer Trageschlaufe an einem Haken. Michael folgt den Fotos und nennt die Farben. Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau. Oh, die Erde. Das ist richtig, sagt Purzel und lächelt. Sie ist besonders schön. Michael entdeckt noch zwei weitere Bilder in Indigo und Violett. Insgesamt sind es 7 Fotos. Die Taschenlampen darunter haben die zum Planeten passenden Farben. Was sind das für Lampen? Das sind die Rückkehrtaschenlampen. Erst jetzt fällt Michael auf, dass seine bunte Lampe verschwunden ist. Deine bunte Taschenlampe ist auf der Erde geblieben, erklärt Purzel. Ihr Licht hat dich zum Leuchtturm gebracht. Mit der blauen Rückkehrtaschenlampe kommst du wieder nach Hause zur Erde. Purzel nimmt die blaue Lampe, die unter dem Bild der Erde hängt, vom Haken und reicht sie ihm. Alles, was du mit dieser Taschenlampe anleuchtest, wird zur Erde geschickt. Michael betrachtet sie neugierig. Plötzlich hört er ein schrecklich lautes Geräusch. Er zuckt zusammen und lässt die Lampe beinahe fallen. Schnell steckt er seine Hand durch die Trageschlaufe, damit er sie nicht verliert. Was war das? Ach ja, sagt Purzel. Die habe ich ganz vergessen. Die Dinos. Dinos? Ruft Michael erschrocken. Ja, seit genau einem Tag sind 3 Dinosaurier von der Erde auf Himmelblau. Ziemlich üble Burschen. Von der Erde? Aber bei uns sind die doch ausgestorben. Diese offenbar nicht. Wir müssen sie zurückschicken. Erneut hören sie ein lautes Brüllen und zusätzlich ein Scheppern und Krachen, als ob ein Haus abgerissen würde. Michaels Bauch verkrampft sich. Wie sollen wir sie denn zurückschicken? Die fressen uns doch auf. Kein Problem. Wir müssen sie nur mit der Rückkehrtaschenlampe anstrahlen. Das geht auch mit etwas Abstand. Erneut hören sie das Brüllen und irgendwas kracht zusammen. Michael schaut aus dem Fenster des Leuchtturms und da sieht er ihn. Einen lebendigen Tyrannosaurus Rex. Er zertrampelt gerade einen kleinen Schuppen neben einem Bootsanleger. Weiter entfernt sind 2 andere Saurier. Komm, sagt Purzel, wir gehen runter und rufen Sausi, meinen Schmetterling. Michael folgt Purzel die Wendeltreppe hinunter. Sie gehen hinaus und bleiben auf der Wiese vor dem Leuchtturm stehen. Wofür willst du einen Schmetterling rufen? Wundert sich Michael. Oh nein, ruft Purzel entsetzt und schaut zu einem großen Dinosaurier, der an den Blättern eines Baumes knabbert. Der frisst die magische Eiche auf. Michael beobachtet den Dino fasziniert.
An dem Baum bin ich vorhin vorbeigelaufen, bemerkt er. Ist das so eine Eiche wie im Wald von Immergrün? Ja, antwortet Purzel. Zauberer reisen nicht mit Taschenlampen, sondern mit Hilfe der Eichen. Wir müssen uns beeilen, sonst frisst das Monster noch den ganzen Baum auf. Er nimmt eine winzige Pfeife und pustet hinein. Michael hört nichts, doch kurze Zeit später verdunkelt sich die Sonne. Er schaut nach oben und macht große Augen, denn über ihnen setzt ein gewaltiger roter Schmetterling zur Landung an. Seine Flügelschläge sind langsam, aber kräftig. Der Wind ist so stark, dass er Michael kurzerhand umwirft. Purzel ist in die Knie gegangen und hat keine Probleme. Komm, steig auf, bittet Purzel. Michael weiß nicht, wie ihm geschieht. Plötzlich sitzt er im Sattel auf einem Riesenschmetterling namens Sausi. Vor ihm ist Purzel, der nun an den Zügeln zieht und sie heben ab. Mit großen und langsamen Flügelschlägen steigen sie höher als der Leuchtturm. Und das, wo ich selbst Ponyreiten auf dem Jahrmarkt nicht mag, denkt Michael und klammert sich fester an Purzel. Tief ein- und ausatmen, sagt sich Michael. Das rät ihm seine Mutter immer, wenn er Angst hat. Michael beruhigt sich und betrachtet die Landschaft unter sich. Rechts sieht er den Leuchtturm, die magische Eiche, das Meer und Segelschiffe darauf. Alles wirkt klein und niedlich, wie in einem Miniaturenpark. Vor ihm liegt eine entfernte Stadt, die wie buntes Glas in der Sonne glitzert. Noch weiter weg sind hohe Berge. Links erkennt er eine gewaltige Festung mit vier Türmen auf einem Hügel. Über ihr weht eine blaue Fahne mit einem vierblättrigen Kleeblatt. Dahinter ist ein dichter Wald. Was ist das? Fragt Michael und deutet auf die Burg. Die Drachenburg, antwortet Purzel. Da wohnt der Elfenkönig und mein Vater arbeitet dort als Zauberer. Der Schmetterling fliegt in einem Bogen an der Festung vorbei. Ich werde auch mal Zauberer, fügt er stolz hinzu. Hinter der Burg ist der Elfenwald, wo früher meine Vorfahren gelebt haben. Heute traut sich da keiner mehr rein. Warum denn nicht? Fragt Michael. Da leben jetzt die Wurzelzwerge, flüstert Purzel. Und denen geht man lieber aus dem Weg. Sausi setzt zum Sturzflug auf einen Dinosaurier an. Er hat Federn und ist kleiner als ein erwachsener Mensch. Ein Velociraptor, ruft Michael. Der ist schnell. Sie rasen auf den Saurier zu, der sie nun entdeckt hat. Er flüchtet blitzschnell in Richtung Elfenwald und nur langsam kommen sie ihm näher. Ziel mit der Taschenlampe auf den Dino, schreit Purzel. Kurz vor dem Waldrand gelingt es Michael, den rasenden Raubsaurier mit der Lampe anzuleuchten. Mit einem leisen Knall verschwindet er spurlos. Purzel zieht den Schmetterling nach oben, um nicht mit den Bäumen des Elfenwaldes zusammenzustoßen. Das war cool, ruft Michael begeistert. Jetzt der Nächste. Sie nähern sich dem Leuchtturm und erneut geht Sausi in einen rasanten Sturzflug über. Das Ziel ist der Dinosaurier, der die Blätter von den Ästen der magischen Eiche frisst. Ein Diplodocus, erkennt Michael. Der ist harmlos. Der frisst nur Pflanzen. Es gelingt ihm, den riesigen und langsamen Dino mit seiner Taschenlampe anzuleuchten. Der Saurier verschwindet mit einem lauten Knall. Wahnsinn, ruft Michael. Durch die Erschütterung gerät Sausi ins Trudeln, schwankt und stürzt ab. Michael verliert den Halt und kippt rücklings vom Schmetterling. Der Boden kommt schnell näher und Michael schreit sich die Seele aus dem Leib. Mit einem unglaublichen Looping schafft es Purzel, unter den abstürzenden Michael zu kommen. Es gelingt ihm, ihn kurz vor dem Aufschlag abzufangen. Das war knapp, ächzt Michael und hält sich wieder an Purzel fest. Diese Aktion hat den dritten Saurier aufgeschreckt, den gefährlichen Tyrannosaurus Rex. Der Dino lässt die Trümmer des Schuppens links liegen und rast auf den niedrig fliegenden Schmetterling zu. Purzel erkennt in letzter Sekunde die Bedrohung, zieht an den Zügeln und sie fliegen nach oben. Da springt der T-Rex hoch und schnappt nach ihnen. Sausi gerät dabei wieder ins Trudeln und droht abzustürzen. Mühsam gelingt es Purzel, den Flug zu stabilisieren. Sie steigen höher und höher, weil sie der wild in die Luft springende T-Rex verfolgt. Nun werden sie von Jägern zu Gejagten.
Das war es erstmal. Wow. Sag mal, für welches Alter ist dein Buch eigentlich geeignet? Das ist ab 8 Jahren geeignet. Die Taschenbuchausgabe, würde ich sagen, ist ab 10, weil da die Schrift etwas kleiner ist, aber so in dem Dreh 8, 9. Sehr schön. Ist es nur für Jungs oder auch für Mädchen? Nee, es ist auch für Mädchen. Also ursprünglich natürlich habe ich es mir ja für meinen Sohn beim Einschlafen ausgedacht. Man merkt ja, dass es keine wirkliche Einschlafgeschichte ist. Aber es kommen viele Themen drin vor, die auch Mädchen interessieren. Da sind also nicht nur Dinosaurier und Kampfroboter, da passieren auch viele andere Dinge noch. Also ich kann mir gut vorstellen, als du das deinem Sohn zum Einschlafen vorgelesen hast, dass er nicht einschlafen konnte, weil es einfach zu spannend ist. So viele Sachen passieren da in diesem Bilderbuch. Da kann man natürlich nicht einschlafen. Nee, absolut. Das ist. Ich habe mir halt überlegt, was könnte ihn interessieren. In dem Alter hatte er ja auch viele Spielsachen dieser Art. Also Dinosaurier natürlich an erster Stelle, Kampfroboter, aber auch das Thema Zauberer, also Zauberei und Magie waren natürlich auch angesagt. Und natürlich Star Wars ohne Ende. Das sind ja im Endeffekt Zauberer, sage ich jetzt mal. Und da habe ich mir dann eine schöne Kombination aus all diesen Themen ausgedacht. Und da ist was ganz Neues bei entstanden. Erzähl doch ein bisschen was über deine Figuren. Da waren ja jetzt ganz viele dabei. Ja, also ich kann mal erzählen, der Michael, der ist ein etwas ängstlicher Typ. Sein Lieblingswort in den Büchern ist auch immer Oje, weil er sich dann Sorgen macht. Aber er ist trotzdem sehr mutig, wenn es darum geht, einem Freund in Not zu helfen. Also da hat er zwar Angst, aber er überwindet seine Angst dann auch. Sein bester Freund Tim, den haben wir jetzt noch nicht kennengelernt. Der wird dann aber auch noch wichtig. Und dessen Lieblingswort ist Auweia, weil er immer nur Unfug macht. Also er drückt eher auf den Knopf. Also wenn irgendwo steht, nicht drücken, dann drückt er drauf. Und hinterher sagt er dann eben Auweia. Und da kommen die beiden auch schon mal aneinander und streiten sich, weil gerade in kritischen Situationen ist Tims Vorgehen schon ziemlich, ziemlich krass. Ja, der Elfenjunge Purzel, der ist eher mit Michael auf einer Wellenlänge. Die verstehen sich eigentlich sehr gut, das hat man ja auch mitbekommen. Der Purzel erklärt dem Michael sehr viel, aber der Michael, der ist auch sehr, sehr wissbegierig und möchte das auch alles wissen. Er ist, er möchte mal Zauberer werden und das begleitet ihn das ganze Buch über. Ja, dann gibt es noch ein Geschwisterpaar, was vorkommt. Das sind Jan und Lena. Jan ist ein neuer Mitschüler in Michaels Klasse und der ist der stresst ihn total. Der ärgert die Mitschüler, der ist unzufrieden und ein sehr anstrengender Junge. Und Michael möchte den am liebsten gar nicht mehr in der Schule haben. Also der will den am liebsten loswerden. Und ja, aber die Eltern von Jan und Lena, die sind vor Jahren verschwunden. Und deshalb leben die beiden bei ihrer Tante. Und als Michael das dann erfährt, dann wird er schon neugierig, was denn da passiert ist. Und es zeigt sich dann auch später, dass auch er vor 7 Jahren, als die Eltern verschwunden sind, ein Erlebnis hatte, was ihn dann auch traumatisiert hat und was ihn auch noch sehr mitnimmt. Ja, und dann gibt es noch einen ganz wichtigen Charakter, der sich im Laufe des Schreibens dieser Buchreihe reingemogelt hat. Es gibt ja auf dem Planeten Himmelblau eine dunkle Seite. Da leben die Bären. Und die Bären, das ist so ein technologiebegeistertes Völkchen, die allerdings auch beherrscht werden von einer bösen Bruderschaft dunkler Zauberer. Und ja, mir hat nie so gefallen, dass diese dunkle Seite, diese Bären, alle irgendwie nur böse sein sollen. Und da gibt es ein Bärenmädchen namens Sali. Die hat ein super Talent zum Zaubern und die ist überhaupt nicht böse. Im Gegenteil, ihre Eltern ihre Mutter ist sehr angepasst und versucht zu überleben in dieser Welt, die von einer bösen Bruderschaft beherrscht wird. Aber Sali, die ist so, sage ich mal, die moralische Instanz in den Büchern, die hinterfragt, warum die Erwachsenen sich so seltsam verhalten aus Angst dieser Bruderschaft gegenüber und begehrt dagegen auf. Also sie ist so eine kleine Rebellin.
Und die wirbelt das ganze Buch durcheinander. Also die hat mir sehr viel Spaß gemacht, diesen Charakter noch zu entwickeln. Was begeistert dich daran, am meisten Kinderbuchautor zu sein? Ja, also im Endeffekt, das Schreiben, das hat mich schon begeistert. Da war ich selber noch ein Kind in der Grundschule. Meine erste Erinnerung, wann ich überhaupt geschrieben habe, war, als ein Vertretungslehrer in der 4. oder 5. Klasse einfach nur seine Zeitung lesen wollte. Und um uns ruhig zu halten, hat er gesagt, schreibt irgendeine Geschichte. Ja, und das war dann so der Funke, sage ich mal, da habe ich dann einen ganzen Roman geschrieben. Die anderen haben da vielleicht 1, 2 Seiten geschrieben oder nichts. Und ich habe da 10, 15 Seiten oder so voll geschrieben und habe sogar noch zu Hause weitergeschrieben. Und deswegen sage ich mal, ich bin jetzt nicht plötzlich Kinderbuchautor geworden, sondern ich mag einfach das Schreiben oder ich liebe es. Und deswegen ist es völlig egal, ob man jetzt mit Bücher schreibt, die von Kindern handeln oder von Erwachsenen. Also Schreiben ist Schreiben, Literatur ist Literatur. Und natürlich im speziellen Fall, als mein Sohn diese Abenteuer von mir wissen wollte und er dann auch immer gefragt hat, wie geht's weiter, da war das natürlich eine schöne Sache, mir sowas für ihn auszudenken. Und ja, die Begeisterung bei den Kindern dann zu sehen, wenn ich Lesungen mache, ist schon ein tolles Gefühl. Also das macht schon sehr viel Spaß. Warum bist du Kinderbuchautor geworden? Also im Endeffekt, als ich mir diese Geschichten ausgedacht hatte, da dachte ich mir, naja, wenn die meinem Sohn so gut gefallen, vielleicht gefallen sie ja auch noch anderen Kindern. Und habe dann auch mal im Kindergarten von ihm, er war ja halt 4, da war er ja noch im Kindergarten, auch mal ein paar Testlesungen gemacht und habe gesehen, naja, das könnte schon auch anderen Kindern gefallen. Und das waren natürlich noch die Versionen für kleine Kinder. Also das heißt, Leuchtturm der Abenteuer fing tatsächlich an, erstmal mit 5-jährigen Helden. Also das hat sich dann im Laufe der Zeit entwickelt und habe ich überarbeitet. Und dann habe ich mir gedacht, dann schreibe ich doch ein Buch da draus. Und dann ist Leuchtturm der Abenteuer als Buch entstanden. Und dann in der Anfangsphase dachte ich noch ganz naiv, dann schicke ich das mal an Verlage und gucke mal, was dann passiert. Und ja, im Endeffekt passiert dann gar nichts. Da passiert nach ewigen Monaten, dass man Absagen kriegt von wegen, ja, wir haben schon genug und kein Interesse, wie auch immer. Und da habe ich mir gesagt, ja gut, dann kann ich das jetzt auf der Festplatte versauen lassen oder ich veröffentliche das selber. Und die Möglichkeiten, die man heutzutage als Autor hat, sind ja auch vielfältig. Also schon vor 10 Jahren, wobei noch nicht so ganz. Also 2012 fing, glaube ich, Amazon an mit dem Kindle und da fing das alles an mit dem Selbstveröffentlichen in Deutschland. Und dann habe ich entschieden, das selber zu veröffentlichen. Und das lief dann plötzlich auch sehr erfolgreich. Klasse. Dein Tipp für Eltern, wie man seine Kinder für Bücher begeistern kann? Ja, also in erster Linie muss man das Kind entscheiden lassen. Also wenn man mit einem Kind in einen Buchladen zum Beispiel geht, ist es immer schön, in einem Buchladen die Bücher auch selbst zum Anfassen zu haben und nicht nur am Computer irgendwelche Bilder zu gucken. Dann muss man auch wirklich die Überwindung aufbringen als Eltern, das Kind dann auch wirklich die Entscheidung treffen zu lassen. Also Eltern haben oft doch das Bedürfnis, dass ein Kinderbuch noch irgendeinen schulischen Wert hat, irgendwie, dass es einem nebenbei am besten noch Rechnen beibringt oder so. Und oftmals ist dann die Handlung von solchen Büchern auch entsprechend langweilig. Und da ist es dann kein Wunder, wenn Kinder immer nur Bücher mit Schule verbinden, dass sie dann privat in ihrer Freizeit keine Lust mehr darauf haben. Aber ja, und deswegen sollte man da die Kinder entscheiden lassen. Und wenn die halt einen Comic-Roman wollen oder irgendein Lego-Figuren-Lexikon oder ein Star-Wars-Lexikon, wo der Bildanteil überwiegt, dann soll man sich als Eltern einfach freuen. Die wollen ein papiergebundenes Etwas und sollen die einfach zufrieden sein. Vor allen Dingen bei den Bildbänden von Lego ist ja auch Text. Ja. So ist das ja nicht. Da ist ja auch Text und zwar schwieriger Text und den muss man in dem Alter so zwischen 8 und 10 Jahren erstmal lesen können.
Ja, vor allen Dingen die ganzen Namen von den Figuren sind ja auch schon, und die Planeten und das alles, das ist ja schon sehr herausfordernd. Genau. Ja. Wo finden wir dich denn bei Social Media? Was hast du alles? Hast du Instagram, Facebook? Ja, also ich bin am aktivsten bin ich durchaus bei Instagram. Da teile ich halt Bilder und News zu meinen Veranstaltungen und auch zu meinen Büchern. Immer mal wieder gerne auch so ein Foto von einer Seite aus dem Buch, also so Text und so, mit Kommentaren dann von mir und hoffentlich auch von denen, die das lesen. Also bei Instagram. Allerdings die gleichen Bilder teile ich auch bei Facebook. Also das nimmt sich nicht viel. Wobei bei Facebook, da ist auch noch ein bisschen veranstaltungslastig, sage ich mal. Wenn ich zum Beispiel eine Lesung plane, dann findet man da noch mehr Hintergrundinfos und auch Links natürlich. Also bei Instagram kann man ja keine Links großartig teilen. Die findet man dann eher bei Facebook auf meine Webseite. Und auf meiner Webseite natürlich, da findet man absolut alles. Also alle Informationen zu den Büchern, Leseproben und Veranstaltungsinfos, wie man mich erreichen kann, wenn man zum Beispiel eine Lesung möchte. Also ich lese zum Beispiel sehr gerne in Berlin und Umgebung, also physisch oder online im gesamten deutschsprachigen Raum. Online macht es ja keinen Unterschied. Und da findet man alle Kontaktinfos, ja, und kann mich erreichen. Zum Beispiel kann man dort auch über meine Kontakt-E-Mail signierte Bücher anfragen. Das sind ja immer sehr beliebte Dinge, wenn der Autor signiert hat. Das stimmt. Sogar bei Kindern habe ich festgestellt. Die freuen sich auch sehr. Also bei Lesungen ist das immer der absolute Wahnsinn, wenn ich halt in einer Schule gelesen habe und die Kinder entsprechend vorbereitet sind mit Taschengeld, dann stürmen die förmlich meinen Tisch und sind total glücklich, wenn ich da ihren Namen reinschreibe und natürlich meinen eigenen auch noch. und dann die freuen sich so sehr, das glaubt man gar nicht. Verrat uns mal bitte noch den Namen deiner Website. Ja, im Endeffekt mein Name, karimpiritz.de. Zusammengeschrieben, kein Bindestrich dazwischen, also einfach karimpiritz.de. Genau, also wer ein signiertes Buch haben möchte, geht am besten auf die Seite bei dir und schreibt dir eine Nachricht. Ja, oder auch bei Instagram oder Facebook über den Messenger kann man mich erreichen. Über die Verlagsseite bei Facebook, also ich habe auch eine extra Verlagsseite von meinem Verlag bei Facebook. Also es gibt viele Wege, mich zu erreichen. Und da bin ich da sehr flexibel. Ansonsten, ganz normal, kann man die Bücher im Onlinehandel kaufen. Also bei den ganzen großen Online-Shops, die man so kennt. Mhm. Sehr gut. Also Taschenbuch, E-Book, denke ich mal, wirst du nicht haben, oder? Doch. Ich habe ja mit E-Books angefangen. Da war ich ja ein kleiner Revoluzzer, weil Kinder-E-Books, also Kinderbuch-E-Books, waren sehr, sehr lange Zeit sehr selten. Mittlerweile sind sie schon Normalität geworden. Und ja, so habe ich tatsächlich angefangen. Aber ich habe dann schnell mitbekommen, dass gerade bei Kinderbüchern, so ab 8 Jahren und so, dass doch lieber die gedruckten Versionen gekauft werden. Also rein was die Verkaufszahlen angeht, kann man sagen, 90% die Printausgaben und ja, wenn es wirklich gut läuft, 10% die E-Book-Ausgaben. Und deswegen, aber es gibt von allen Büchern, die ich habe, Hardcover-Ausgaben, Taschenbücher und E-Book-Ausgaben. Sehr gut. Das ist immer gut, wenn man verschiedene Möglichkeiten hat, auf jeden Fall. Da ist ja auch jedes Kind anders, ne? Also das eine Kind mag ein Taschenbuch, das andere Kind ein Hardcover-Buch. Das ist eine schöne Auswahl. Was wünschst du dir von deinen kleinen Lesern? Ja, also im Endeffekt, ich hoffe, sage ich mal, nicht wünschen, sondern hoffe, dass es ihnen gefällt, die Geschichte. Und wünschen, würde ich sagen, ist Feedback natürlich. Bei einer Live-Lesung bekomme ich das Feedback ja sofort. Im Anschluss an eine Lesung mache ich immer so eine Fragerunde. Also ich habe dann auch so Quizfragen, die ich dann so stelle, von wegen, wie viele Planeten kann man vom Leuchtturm aus erreichen und so. Und dann freuen die sich immer, wenn sie sagen, ja, 7, 8, 7. Und also das ist immer sehr lustig. Aber im Endeffekt Feedback, das kann man mir auf allen möglichen Wegen über die Eltern natürlich dann zukommen lassen. Vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Wir sind leider schon am Ende. Also ich hätte mir noch eine viel längere Lesung gewünscht, aber ich finde es völlig in Ordnung, weil sollen ja auch alle die Bücher kaufen. Ja, das wäre schön. Genau. Vielen Dank und ich hoffe, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Ich hoffe, du kommst mit deinen anderen Büchern auch noch. Ja, warum nicht? Ich habe ja auch noch Jugendbücher geschrieben und auch Kurzgeschichten, eine Kurzgeschichtensammlung für Erwachsene ist auch noch in meinem Programm. Ja, da bin ich gespannt. Ja, vielen Dank und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, Karim. Ja, gleichfalls. Tschüss. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine Lesung.